Resident Evil, welcome to Raccoon City. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Ihr seht schon, ich habe den zweiten Trailer geladen, beziehungsweise den International Trailer. Der wurde mir von euch empfohlen, da das Ganze ein bisschen anders geschnitten sein soll, beziehungsweise soll die Musik entfernt worden sein und das soll angeblich einen ganz anderen Impact haben als der erste Trailer, den ich ja ziemlich schlecht gefunden habe. Und ich lasse mich da jetzt gerne eines Besseren belehren. Ich weiß nicht, ob hier auch neue Szenen drin sind oder ob das einfach nur der erste Trailer nochmal ist ohne Musik. Da müssten wir jetzt mal schauen und ich würde sagen, wir quatschen da gar nicht allzu lang und gehen da jetzt sofort mal rein. Ich bin echt gespannt, ob das auch wirklich der Fall ist oder ob ihr... Ich wäre einfach wirklich verdammt gerne wieder gehypt. Ob das der Trailer jetzt schafft, keine Ahnung. Wir schauen mal rein. Los geht's. Das ist schon eine neue Szene. Das war im anderen Trailer zum Beispiel schon mal nicht drin gewesen hier. Finde ich gut. Erkläre ich gleich, warum ich das richtig gut finde. Den Aufbau jetzt hier zumindest schon mal. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Es hat jetzt schon ein ganz anderes Feeling. Oh, der Trailer macht aber sehr viel richtig jetzt, gell? Die Zombies gefallen mir halt immer noch nicht. Ich weiß nicht. Und ich verstehe auch nach wie vor noch nicht, warum sie Teil 1 und Teil 2 in einen Film packen. Teil 2 und Teil 3 hätte ich verstanden. Das gefällt mir auch noch nicht mit dem Helikopter, das ist... Aber der Trailer sieht schon wesentlich besser aus. Ja, sie haben die Story ein bisschen verändert, das ist so in Ordnung. Und Leon gefällt mir inzwischen auch wesentlich besser. Gut, die Zombies, immer noch so eine Sache. Mit denen werde ich irgendwie nicht ganz warm. Die sehen, wenn sie im Endstadium sind, einfach aus wie Vampire. Und wenn sie sich gerade erst in Zombies verwandeln, sehen sie einfach nur aus wie Menschen mit roten Augen. Das haben die Spiele, auch die neuen Spiele haben das besser gemacht. Die Remakes von Teil 2 und 3 gibt es die ja erst genau. Die haben das wesentlich besser gemacht. Aber ich muss echt sagen, ich bin nicht hundertprozentig gehypt, das auf gar keinen Fall. Aber ich bin wesentlich glücklicher mit diesem Trailer als mit dem davor. Zumal man hier auch wirklich langsam versteht, wie das Ganze ungefähr aufgebaut ist. Ich vergleiche Trailer immer ganz gern mit einem Klapptext von einem Buch. Es soll dir ungefähr den Inhalt davon vermitteln, was denn da passiert, aber eben auch nicht so viel spoilern. Und das passiert hier eigentlich, meiner Meinung nach. Jill kommt in die Stadt zurück. Ob sie jetzt schon weiß, was Umbrella macht oder noch nicht, das, ich denke mal, sie weiß es schon. Deswegen kommt sie eben auch dann zurück in die Stadt. Nach Raccoon City, warum auch immer, hier ist dann eben die Frau, die vors Auto latscht, also der Zombie, wird umgenockt. Das ist genau wie im Spiel. Da passiert es ähnlich. Denn da ist Jill nicht an Bord von dem Truck, da ist das eben nur der Truckfahrer. Im Spiel ist das so, dass der Truckfahrer dann eben versucht, der Frau zu helfen oder eben nochmal abcheckt, was da gerade passiert ist und dann eben von ihr gebissen wird. Das ist hier anscheinend nicht der Fall. Hier wird was anderes passieren, denn man sieht, wie die Frau eben quasi aufsteht oder einfach wegläuft. Auf einmal ist sie halt nicht mehr da und der Hund schleckt das Zombieblut ab. Und im ersten Trailer haben wir ganz kurz gesehen, dass dieser Hund als Zombie-Hund im Truck drin sitzt, während sich der Truckfahrer in einen Zombie verwandelt. Ich kann es hier gerade mal einblenden, wenn ich die Stelle finde. Das heißt,
es wird wahrscheinlich dann so weitergehen, dass Jill jetzt aussteigt oder vielleicht auch nach der Frau sucht. Der Truckfahrer fährt mit seinem Hund weiter. Der Hund verwandelt sich in einen Zombie, beißt den Truckfahrer. Der Truckfahrer verwandelt sich in einen Zombie. Und dann geht diese Apokalypse nach und nach los. Das zeigt uns der Trailer jetzt hier wesentlich besser als der erste. Hier hat man wenigstens schon mal so einen Einstieg, dass man ungefähr versteht, was hier gerade abgeht. Ist ganz cool, vor allem auch, wie sie die Szene aus dem Originalspiel genommen haben und haben sie ein bisschen verändert. Ich finde das ganz cool. Und weil ich ja auch zum Teil von ein, zwei von euch Kritiken bekommen habe, dass ich ja so kritisch mit dem ersten Trailer umgegangen bin. Ich finde den nach wie vor scheiße. Ich finde den hier wesentlich besser. Und ich bin ein Fan davon, wenn man Sachen neu interpretiert. Deswegen auch das Optische von den Schauspielern, das akzeptiere ich jetzt. Das ist okay. Ich finde auch Leon sieht ja sympathisch aus. Er hat nicht die gleiche Ausstrahlung, nicht das gleiche Charisma wie jetzt der im Spiel. Aber er kann trotzdem eine coole Socke werden. Das würde funktionieren. Und jetzt nehmen sie halt wirklich die Szene aus dem zweiten Spiel und dichten die ein bisschen um. Wahrscheinlich zugunsten dann der Filmgeschichte, da sie ja Teil 1 und Teil 2 so zusammenschustern. Und das finde ich sehr cool. Das gefällt mir echt gut. Ja, dann sehen wir jetzt hier eben mal ganz kurz Raccoon City von oben. Ist ein ganz cooler Shot. Ich gucke gerade, ob man das RPD hier schon sieht. Ist das das hier? Das könnte das wirklich schon sein. Das sieht aus wie doch, das ist das RPD, glaube ich, hier. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber das ist meiner Meinung nach das APD. Okay, ja, da haben wir es doch dann auch schon. So, und dann beginnt die Apokalypse wohl nach und nach. Die Leute, die da mit drin stecken, ich will jetzt hier nicht allzu viel spoilern, obwohl der Trailer doch schon wieder zu viel vorwegnimmt. Im Endeffekt gibt es Leute, die eben wissen, was passiert und die möchten dann die Stadt schnellstmöglich verlassen. Während theoretisch Jill Valentine und Leon S. Kennedy gerade in die Stadt kommen. Und ich weiß nicht, ob der Film das auch so machen wird, dass der Ausbruch in Raccoon City ist Leons erster Tag als Polizist. Und ich finde das eigentlich einen richtig fiesen Move. Also in den Spielen ist es schon richtig gemein, dass er einfach wirklich gerade, naja, seinen Job als Polizisten antreten will und einfach mal voll in die abgefuckte Zombie-Apokalypse reinkommt. Der Trailer zeigt so ein bisschen, dass das hier anscheinend anders ist. Vielleicht ist es ja doch so. Ich würde das cool finden. Ich finde, das ist so Leons Geschichte einfach. So, er hat einfach die unglaublichste Arschkarte gezogen. Mal schauen, wie sie es hier machen wollen. Ja. Dann gibt es jetzt eben hier auch wie im Spiel die Leute eben im Polizeirevier, die eben sagen, okay, wir verbarrikadieren das Polizeirevier. Wir wollen hier nicht rauskommen, sondern das ist alles schon viel zu weit fortgeschritten, viel zu spät. Wir verbarrikadieren uns jetzt hier im Polizeirevier. Da würde ich mir auch wünschen, dass sie da vielleicht versuchen, die ein oder andere Falle oder das ein oder andere Rätsel mit einzubauen, dass irgendwie jetzt nicht zu unnatürlich wirkt. In den Spielen ist ja das RPD voll mit irgendwelchen Rätseln, wo man einen Statuen verschieben muss und so ein Kram. Das würde jetzt nicht unbedingt in die Filme reinpassen, aber dass sie da vielleicht so einen oder anderen Twist machen oder einen oder anderen, Twist war das falsche Wort, so einen kleinen Hink an die Games nochmal weitergeben, muss jetzt nicht unbedingt sein. Mir würde jetzt auch kein Rätsel einfallen, was man da gut einbauen kann. Aber die Schlüssel könnten auftauchen. Die Schlüssel aus Resident Evil 2 könnten mit auftauchen. Ja, das jetzt auch wieder. Also mir hat der Satz im ersten Trailer schon nicht gefallen, wo Chris gesagt hat, das ist jetzt übrigens hier Claire, ne? Dass Chris zu Claire im ersten Trailer gesagt hat, deine Verschwörungstheorien waren schon als Kinder nicht glaubwürdig. Das ist ein saudämlicher Satz. Und weiß nicht, ob der im Film vielleicht sogar weggeschnitten wird. Hier sagt sie halt einfach nur, ey, die ganze Stadt ist verseucht. Und will Chris vor etwas warnen. Ich frag mich halt nur, woher sie es jetzt schon weiß. Weil die Szenen später im Herrenhaus, da haben viele gesagt, das wäre die Vorgeschichte, die man zuerst sehen würde, das glaube ich aber nicht. Zumal da auch schon Chris mit dabei ist im Herrenhaus. Das heißt, Chris müsste genauso viel wissen wie Jill, wie Claire. Macht er aber anscheinend nicht. Sondern sie weiß es, er weiß es eben noch nicht. Da bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt klären. Da die Zombies, wir können sie gerade nochmal angucken. Hier geht's einigermaßen so, er sieht aus wie ein Typ, der halt ganz normal, ich weiß nicht, aber die hier vorne, also die sehen doch alle aus wie Kobolde. Bei ihr geht's auch wieder, ein Zombie ist doch entweder sehr menschlich, das macht ihn ja auch so unheimlich, dass du einfach manchmal einen Typen nicht ansiehst, ob er gerade ein Toter ist oder halt nicht. Ja, das erkennst du eben dann ein bisschen an den Augen halt, an dem zerfletterten Gesicht. Aber hier hast du entweder dann anscheinend ganz normale Menschen oder halt diese
Vampir-Goblins. Ich weiß nicht, ob man einfach vielleicht nur eben blöde Szenen ausgewählt hat für den Trailer oder ob die alle später so aussehen werden. Mal abwarten. Da haben wir jetzt Leon. Da ist er nämlich anscheinend schon im RPD. Man weiß aber nicht, ob er gerade erst reingekommen ist oder ob er schon die ganze Zeit da gewesen ist. Da haben wir dann das Herrenhaus. Und ich bin der Meinung, dass sie das Herrenhaus anders einbauen werden. Die werden dem Grund auf die Spur kommen wollen, warum diese Apokalypse ausgebrochen ist. Und werden daraufhin ins Herrenhaus gehen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Im Spiel ist das ja so, dass es auf einmal verschiedene Morde gibt und verschiedene Gerüchte über Kannibalen, die irgendwie die Leute fressen, weil man immer wieder so aufgefressene Gesichter sieht und so ein Kram oder findet. Und daraufhin wird dann eben erst eine Spezialeinheit später auf das Herrenhaus aufmerksam und geht deswegen rein. Das könnten sie jetzt eben hier so drehen, dass das ähnlich passiert. Allerdings ist die Apokalypse hier schon wesentlich weiter fortgeschritten als im Spiel und die sagen daraufhin, jetzt müssen wir irgendwie abchecken, wo diese ganze Scheiße herkommt, wo ist der Virus ausgebrochen und gehen deswegen ins Herrenhaus. Das würde ich auch ganz cool finden. Also anscheinend schaffen sie es doch irgendwie eine ganz coole Balance zu machen zwischen Spiel 1 und Spiel 2. Obwohl ich nach wie vor sagen muss, Resident Evil 2 und 3 bietet sich unfassbar gut an, in einen Film zu packen, wie es auch bei Wes Anderson der Fall war. Er hat es halt nur ein bisschen schlecht gemacht. Und ich hätte mir gewünscht, man hätte Resident Evil 0 und 1 vielleicht in einen Film packen können. Man hätte Resident Evil 2 und 3 in einen Film packen können, das ist meine Meinung. Aber gut, zumal man eben jetzt hier auch sehr viele Figuren einführen muss. Und ich hoffe, das schaffen sie. Hier haben wir jetzt auch nochmal einen ganz kurzen Shot von den beiden. Ich bin tatsächlich, das geht. Man gewöhnt sich da dann doch relativ schnell dran. Die haben eine Ausstrahlung. Also das ist jetzt nicht so, dass die komplett kacke wären. Also ganz ehrlich, wenn man sich jetzt hier mal Leon anschaut, der ja am meisten kritisiert wird von allen, glaube ich, schaut euch mal den Leon an aus den Wes Anderson-Filmen, beziehungsweise der war nur in einem Film mit dabei, glaube ich, das war in Resident Evil 5 war es, glaube ich, keine Ahnung mehr, wie der hieß, Resurrection oder so, bedeutungsschwanger, der sah echt kacke aus. Da ist das doch schon wesentlich charmanter und sympathischer, das Gesicht. Und bei ihr, ja, gut, ich meine, ja. Da sage ich halt auch, mir gefällt es einfach nicht vom Design her. Das sieht einfach nicht aus wie ein Zombie, sondern mehr wie ein Vampir. Aber wir haben ihn auch noch nicht von vorne gesehen. Wir haben aber die anderen Zombies vorhin von vorne gesehen, die auch nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist vielleicht auch eine Gewöhnungssache, wo man dann im Film nach und nach dann auch sagt, ey, ist eigentlich ganz geil. Man versucht ja auch vielleicht so ein bisschen den Zombie an sich nicht neu zu erfinden, aber komplett neu zu interpretieren. Ist eine coole Idee, sieht halt aber einfach nur ein bisschen seltsam aus. Ja, das hat hier auch schon Andy von Horror is Alive öfter betont. Im Spiel ist es nämlich so, dass wir die Geschichte von Umbrella, quasi alles, was im Herrenhaus sich abspielt, finden wir großteils heraus durch bestimmte Briefe oder eben Tagebücher, die im Boden rumliegen. Und die muss man sich dann eben selber durchlesen. Man kann es auch einfach skippen, muss man halt nicht. Aber um die gesamte Geschichte zu verstehen, macht es eben schon sehr viel Spaß, diese Nebenstories dann zu lesen. Da gibt es einen Tagebucheintrag, wo jemand ins Tagebuch reinschreibt, während er schon infiziert ist, dass er sich mit seinem Freund verbarrikadiert hat und der auf einmal anfängt, sehr lecker auszusehen. Und dann schreibt er auf einmal immer seltsamer. Und das ist ganz cool gemacht. Das haben sie jetzt hier anscheinend visuell umgesetzt, indem sie Filmbänder finden. Das wird jetzt auch nicht allzu oft vorkommen, denke ich mal, aber hier und da ist halt so ein kleines Gadget, das sie eben ganz gut umgeändert haben, damit das eben auch für die Zuschauer dann irgendwie visuell dargestellt ist. Und das finde ich eine ganz geile Idee und ich hoffe halt, wie gesagt, dass sie das auch im RPD irgendwie schaffen, ein oder zwei Rätsel sinnvoll umzubauen, dass die eben in die Filmgeschichte mit einpassen. Das ist zum Beispiel ein ganz guter Hink, den jetzt dann Leute sehen, die Spiele nicht kennen, und sich einfach nur denken, okay, cool, eine Backstory, aber wenn du eben die Spiele kennst, denkst du dir, okay, geil, das ist so ein Verweis auf die Spiele. So muss es eben auch sein, dass beide Lager mit den Filmen eben was anfangen können, dass die Leute, die mit den Spielen nichts zu tun haben, trotzdem alles verstehen, aber die Spiele kennen, hier und da vielleicht nochmal so ein kleines Augenzwinkern bekommen, ein unauffälliges Augenzwinkern. Das darf auch nicht zu viel werden.
Das finde ich sehr ekelhaft. Hier wird ein Zombie. Die sieht zum Beispiel eher aus, wie ich mir einen Zombie hier vorstelle. Oder eher. Sieht mehr aus wie eine Frau. Wird irgendwie untersucht. Die Organe wahrscheinlich. Oder die werden entnommen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber hier die Organe vielleicht auch schon irgendwo einpackt. Das sieht aber mehr aus, als würde er sie hier untersuchen. Ja, es werden also noch weiter Forschungen an den Untoten gemacht. So, hier haben wir auch dann. Das soll ja wohl Sherry sein. Ist das schon bestätigt, dass das Sherry ist? Sherry Birkin. Und das hier ist ihr Vater. Ist William Birkin, ist das richtig? Dr. Birkin. William Birkin heißt er, glaube ich. Der dann nämlich später auch nochmal mutiert. Ja, ich. Also das ist jetzt ganz kurz einfach mal ein Spoiler. Man sieht ihn später nämlich nochmal im Trailer. Das jetzt hier oben ganz kurz mal so ein Spoiler-Sign oben hin. Für die Leute, die eben die Spiele nicht kennen, hätte man das vielleicht auch raus. Na gut, man erkennt ihn ja eh nicht. Denn das ist William Birkin und wo haben wir ihn denn? Und das hier ist er auch. Und ich meine, er sieht hier im Trailer auch ein bisschen besser aus als im Trailer davor. Aber da müsste man für den fertigen Film müsste man noch ein bisschen was machen. Ich finde das Design an sich schon eigentlich ganz geil. Aber man sieht aber jetzt, wenn man auch mal hier auf die Zacken achtet, die sehen aus wie wie ein Bild. Also diese Zacke, die über der Zacke liegt, es sieht aus wie eine Ebene. Ich hoffe, man erkennt das auch jetzt hier im Video. Das ist vielleicht auch noch nicht ganz fertig. Es gibt viele Filme, wo der Trailer eben rauskommt und CGI noch nicht fertig war. Bei Smaug, bei der Hobbit war CGI auch noch nicht fertig im Trailer. Und am Ende waren im Film alle begeistert gewesen. Hier kann noch was gemacht werden. So, hier haben wir dann auch eben einen Zombiehund. Kann sein, dass es der gleiche Hund ist, der eben auch im LKW sitzt bei dem LKW-Fahrer. Und der LKW kippt hier um, haben wir im anderen Trailer schon gesehen. Und dann kommt der Hund wahrscheinlich irgendwie frei und kommt dann ins RPD, beziehungsweise ist das die Tiefgarage vom RPD und greift dann eben hier die Leute an. Ja. Chief Irons. Ja, der dann anscheinend angegriffen wird. Das hier ist ein Helikopter, der definitiv vorm Herrenhaus landet. Da bin ich mir ganz sicher, dass das eine Szene ist, die vorm Herrenhaus stattfindet. Übrigens auch nochmal ein Beweis dafür, bin ich der Meinung, dass das Herrenhaus-Szenario parallel spielt zu dem in Raccoon City. Denn Chief Irons funkt jetzt quasi durch. Und hat er gerade den Namen auch genannt? War das Brett? Wickers. Oh Gott, hieß Brett mit Nachnamen Wickers? Das könnte auf jeden Fall Brett sein. Obwohl Brett ja auch im ersten Film nicht stirbt. Das ist ja auch vollkommen Bums. Aber er funkt auf jeden Fall diesen Piloten hier an, der definitiv im Wald vorm Herrenhaus gelandet ist. Das heißt, das Ganze wird parallel spielen. Und ziemlich, ziemlich interessante Sache auf jeden Fall. Anscheinend funktioniert es aber. Ich finde das gerade gar nicht so verkehrt, wie sie es anscheinend aufgebaut haben. Das könnte gut funktionieren. Hier haben wir jetzt auch wieder vorweggenommen, was genau da eigentlich passiert. Wahrscheinlich wird es Brad sein. Das ist einfach Brads Geschichte. Er wird von dem Zombie angegriffen, wird wahrscheinlich gebissen, will dann wegfliegen mit dem Helikopter. Im Spiel haut er einfach ab, weil er Schiss hat. Hier fliegt er wahrscheinlich dann weg, weil er eben verletzt ist und verwandelt sich dann im Zombie, während er im Helikopter sitzt. Und dann stürzt er eben einfach ab und kracht ins Herrenhaus. Ja, diese Massen an Explosionen, ich mag es einfach nicht. Ja, genau, Umbrella greift eigentlich erst später ein. Am Anfang ist es eher noch das Militär, das quasi versucht, die Stadt zu evakuieren. Wie sie es jetzt hier machen, weiß ich nicht. Umbrella kommt dann aber später mit dazu, um quasi alle zu töten, die Zeugen sein könnten, was den Vorfall eben in Raccoon City angeht. Und ja, deswegen kommt dann auch im dritten Teil ein neuer Gegenspieler vor, der dann letztendlich alle Stars-Mitglieder ausrotten soll, zu denen eben auch einige unserer Helden hier gehören. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt hier im Film machen. Anscheinend vermischen sie da ein paar Teams irgendwie und sie gehören irgendwie alle auf einmal zu den Stars. Ja, ist okay. Das kann man schon mal so machen. Ja, das hier ist Liza gewesen. Ja, die ist schon so ein kleiner Fanliebling in den Spielen, beziehungsweise im ersten Spiel. Da haben sich jetzt ein paar über diese Gestik auch aufgeregt.
die sie macht. Im Spiel ist sie da wesentlich plumper und wesentlich zerstörter von ihrem Geist her. Da ist sie halt nicht so diese gelassene Figur. Da ist sie einfach komplett durch mit der Welt. Aber das ist, gibt halt stumpfen Figuren ruhigen Charakter. Das ist sinnvoller, als andersrum zu machen. Deswegen, wenn sie jetzt einfach hier eine stumpfe Figur nehmen und geben ihr ein bisschen Charaktertiefe, ist das schon in Ordnung. Hier haben wir jetzt den Trucker. Leon mit Panzerfaust, natürlich. Leon, und das wurde übrigens auch schon öfter gesagt, würde der perfekte Carlos sein. Und original, wenn ich jetzt dieses Bild hier habe, ich schneide euch jetzt mal direkt neben dieses Bild Carlos aus dem Resident Evil 3 Remake. Das hätte schon wesentlich besser gepasst, tatsächlich. Da. Und das Vieh bewegt sich auch wesentlich geschmeidiger, finde ich, als im ersten Trailer, oder? Also es sieht besser aus. Das sieht schon besser aus als im ersten Trailer. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr es anders seht, aber ich glaube, da haben sie schon wieder ein bisschen was gefixt. Hier bin ich immer noch sehr enttäuscht, dass wir nicht das typische Resident Evil bekommen haben, sondern was anderes. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Vor allem hätte man so eine Szene nicht unbedingt in den Trailer packen müssen. Okay, gut, das war's. Und es sieht auf jeden Fall schon um einiges besser aus als der Trailer davor, damit jetzt auch die zwei Leute beruhigt sein können, die sich ja darüber ein bisschen aufgeregt haben, dass ich den anderen Trailer so schlecht fand. Ist halt meine Meinung, ne? Das ist, sollte man dann einfach mal drüber wegsehen können. Das auf jeden Fall sieht echt gut aus. Noch nicht perfekt, wo ich sage, okay, da kam das Feeling richtig rüber. Aber gerade eben beim Analysieren nochmal habe ich gemerkt, die haben sich da schon Gedanken gemacht, tatsächlich. Dieses ganze, das Szenario spielt parallel zu dem Szenario. Das machen die, glaube ich, schon ganz gut. Da kann man nicht allzu viel meckern. Ja, wie hat euch der neue Trailer gefallen, beziehungsweise der International Trailer? Den gab es ja wohl schon parallel zum deutschen und englischen Trailer. Und ich fand ihn auf jeden Fall sehr viel besser. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann, ciao.